Guten Morgen, meine liebe Freunde und Freundinnen. Ja, du, gestern habe ich also was verwechselt. Ja, ich habe die Proletarier von die Engels und Marx habe ich an die 1. Mai geheftet. Das stimmt doch gar nicht. Der 1. Mai, das ist Tag der Arbeit. Jawohl, ja. Und er wird wieder seit 1950 wieder bei uns in Deutschland als Feiertag anerkannt. Ja. Und das ist so, und das andere, das ist eine Manifestation von der kommunistischen Partei da drüben in der UdSSR gewesen. Ja, hat mit uns gar nichts zu tun. Ja, hat mich ganz durcheinander gemacht. Ja. Aber was ich eigentlich sagen will, morgen ist Feiertag. Jawoll! Und da gehen tatsächlich einige gehen, also dann für ihr bessere Arbeitsbedingungen kämpfen und so. Und andere, die gehen dann lieber spazieren mit der Familie. Ja, also die eine so, die andere so. Ganz egal, wie es ihr machen wollt, Moje. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen, sonnigen, stressfreien Feiertag. Jawohl, das mache ich. So, Freunde, und ich mache mich jetzt wieder auf der Heimweg. Jawohl, weil ich bin im Moment noch draußen, haben wir so Baby machen und so mit meinem Fräulinchen. Weil beim neuen Feiertag ist, muss mein Fräulinchen halt in Körper gehen. Ne? Die hat's eilig. Also, bis dann. Tschüss, euer Muckli mit die weiße Socke.